Verloren geht, Toll. sollte jetzt der Fall sein. Gut, also wir fangen an. Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Alois Matthiessen und Jan-Robert Schutte, Daytrading in der Praxis. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend bei dem schönen Wetter live dabei sind oder sich gerade die Aufzeichnung anschauen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXWeb. Und wir verlieren nicht so viel Zeit. Sie wollen mich ja nicht mich hören, sondern die beiden. Nichtsdestotrotz müssen wir kurz über den Risikohinweis sprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. Gut, wer möchte anfangen? Wer kriegt den Bildschirm? Ja, ich und ich habe eine Frage. Die Fragen und Antworten kann ich nicht so gut sehen. Kannst du das monitoren auch für uns? Mache ich natürlich. Ja, danke schön. Danke schön. So, ich habe Also, dir den Bildschirm gegeben. hallo Leute, guten Abend, Trader, guten Abend, Alois und Nelson, danke für die Introduction. Ich weiß nicht, ob Sie uns kennen. Ich denke, dass die PowerPoint hier ist und wir möchten einige Slides zeigen. Nicht so viel und wir möchten gerade auch in der Praxis handeln. Also wir gehen ein bisschen erzählen über die Introduction sehr kurz und auch Mindset und wie man profitables Daytrading betreibt. Das ist sehr wichtig natürlich mit unserem System in Kombination mit FXFlat. Also der erste Schritt zum Erfolg ist, dieses Webinar zu folgen. Herzlich willkommen und und unsere Schritte, Alois, war auf der Börse. Das war einige Jahre her, in den 90er Jahren, für die End-80er Jahre. Hier haben wir gelernt zu handeln und da haben wir auch mitgenommen mit unserer Erfahrung nach unserer mit dem System. Also eine kurze Introduction von dich, Alois. Ja, guten Abend. Mein Kerngeschäft, das ist Proprietary Trading und das heißt also Trading, Handeln für eigene Rechnung und mit eigenes Geld. Ich bin kein wirklicher Systementwickler. Das ist eigentlich zufälligerweise gekommen, weil ich älter wurde und ich möchte ein System haben, so wie ich denke, dass man am besten Daytrading machen kann. So ist das entstanden. Ich war in 1986 bin ich angefangen als Market Maker auf der Optionsbörse in Amsterdam. Ich war Floor Trader und Market Maker. Und in den 90er Jahren bin ich Direktor geworden von einem Börsenhandelshauses. Und die hatten sechs Händler. Und da habe ich in einem Jahr ausgebaut nach 27 Händlern, wovon die Hälfte Market Maker war. Und die andere Hälfte Daytrader. Und das war in der Zeit, war Daytrading etwas ganz Neues. Das kam aus Amerika und ich fand es sehr interessant und habe das bin damit angefangen und habe auch eine eigene Ausbildung in der Zeit gemacht und habe so viele Erfahrungen eigentlich bekommen. Auch ich bin natürlich durch Trial und Error älter und weiser geworden. Ich habe auch, wie vielleicht Sie auch, am Anfang Geld verloren. Aber ja, das gehört leider immer dazu. Aber so weiß man, dass was sehr wichtig ist, das ist, dass man weiß, wie viel Risiko man eingeht. Und das zeige ich Ihnen später auch. Immer gut mit den Risiken umgehen. Voriges Jahr haben wir mit FXFlat in Amsterdam, das war auf der Börse, auch noch eine Präsentation gegeben. Genauso wie 1. Juli, diesen Monat, waren wir auch in Holland auf einer Fair, speziell für Anleger, auch zusammen mit FXFlat. Ja, 100 Anleger waren da in der Raum. Da Ja, war sehr viel. ja. Und es gab auch 50-50, ja. 50 war für langfristig und 50% war für kurzfristig. Und vielleicht auch eine Frage für die Leute hier in den Raum. Sind alle Daytrader oder gibt es auch für langfristige Anlagen?
für Belegger. Das ist interessant. Und hast du auch ein Interview gemacht mit World of Trading, ja? Ja, das war, ich bin auch schon einige Male in Frankfurt gewesen auf der World of Trading. Da habe ich auch eine Präsentation gegeben und das war hier, das war 2 Jahre her, ein Interview in das Magazin von World of Trading. Ja, sehr gut, sehr gut. Und eine sehr kurze Introduction. Die meisten Leute kennen mich auch und ich habe meine Spuren auch auf der Börse bekommen. Und mit unserer Erfahrung habe ich auch für eine Bank gearbeitet, Bing Bank. Und ich habe später Options Akademie und Crypto Akademie habe ich gegründet. Und ich habe mehr als 25 Jahre praktische Erfahrung. Und ich bin auch ein Kryptoberater und Keynote Speaker. Und ich habe auch ein Buch geschrieben in Deutsch, nein, nicht Deutsch, in Deutsch, ist Holländisch. Haben wir mehr als 6.100 Buchen verkauft seit November. Und seit Mai gibt es auch auf Englisch. Noch nicht auf Deutsch, vielleicht in Zukunft, aber es ist auch verfügbar auf Englisch mit in Amazon.com. Und das war in Hanoi, Philippines und Dubai auch. Und aber das Wichtige heute ist, dass wir mit MTW-System arbeiten, handeln. Und wir haben unsere gemeinsame Erfahrung eingebracht. Und Alois hat, wir handeln selbst mit dem System und wir wissen auch, wo die Fallstricke beim Handeln liegen und wie man erfolgreich handeln muss. Und wir haben gelernt, dass wir immer auf der Börse den Moment, der Markt oder andere Anleger einen Schritt vorher müssen sein. Und das Momentum, das ist sehr wichtig, um das gut zu nutzen, in einer frühen Phase. Also wir helfen auch andere Trader, um so erfolgreich zu bekommen und zu bleiben. Und wir bleiben auch scharf und ans Ball. Also ist erst ein Sheet mit den Vorteilen auch für das System. Es gibt auch einen QR-Code, kann man auch einscannen. Und jede Person, wenn man die Information, eine E-Mail-Adresse und Name schickt, dann bekommt sie auch ein Bonus-Sheet am Ende. Und ja, das mit dem Daytrading, wir brauchen nur einige Stunden, anderthalb Stunden pro Tag zu handeln, nicht ganzen Tag. Und das System ist auch auf jedem Markt verfügbar. Also wir laden auch jedermann ein in Chat. Möchten Sie gerne Rohstoffen sehen, Öl oder Gold oder etwas anderes, kann man da in Chat machen. Ein Markt muss natürlich volatil sein und auch sehr wichtig, das ist ein System komplementär an Long-Only-Strategien. Wer von euch hat Aktien im Portfolio für langfristig? Also in diesen Monaten, die Markt ist niedrig gegangen. Also Rendement erfolgreich in dem Markt mit Aktien. Nach oben ist es sehr schwer und mit uns System ist es möglich, um das, das zu verbessern. Also wir mit uns System, wir gehen nie overnight, wir gehen immer die Position schließen und mit uns kommen auch Rückendeckung von erfahrenen Trader. Wir haben auch Telegram-Gruppen und Channels für Trader und sie bekommen auch natürlich Zugang nach unserer Membership-Site. Also das ist ein Sheet von Alois mit Keep It Simple. Halt es einfach. Einfachheit ist die beste Strategie. Klappt das, Alois? Ja, das mache ich auch in meinem Privatleben und so mache ich auch meine Geschäfte. Auch Daytrading ist schon schwierig genug und man braucht es nicht schwieriger zu machen. Der Versuch ist, so einfach wie möglich zu machen. Und Erfolg, das ist kein Hokuspokus, sondern Fokus, Fokus. Und was auch sehr wichtig ist, das ist konsequentes Handeln. Entschuldigung. Ja. Und, zum Beispiel, der nächste, Robert. Hier ja, sind das mit den Charts. Hier sehen Sie, was ich meine mit... ganz einfach. Es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten. Ein Uptrend,
ein Downtrend oder eine Sideways Trend. Und wenn Sie, wenn ich einen Chart anschaue, dann ist das Erste, was ich versuche zu sehen, in welcher Phase ist der Markt. Und das ist sehr wichtig, dass man das einschätzt. Und dann wird es schon einfacher, um zu sehen, was, ja, was eigentlich passiert auf der Chart. Mach es nicht so, so schwierig. Gehen Sie nicht hier, zum Beispiel gleich hier reingehen. Oder schauen Sie hier, nein, versuche erstmals das große Schirm zu sehen. Ja, und wir haben auch einen Pointer, sehe ich, dass hier kann man so machen. Also es gibt auch viele ja, falsche Vorurteile über Daytrading. Und ich habe auch von manchen, einige Leute gehört, sie müssen stundenlang vor dem Bildschirm sitzen oder Daytrading sehr riskant. Oder sie müssen über viel technische Wissen verfügen. Oder sie müssen gut informiert sein. Und man muss viel recherchieren, viel Zeit spendieren für News und Nachrichten. Und auch, dass nur der Broker Geld verdient. Also das ist einige Vorteile, was wir ja, manchmal hören. Und wir haben auch gesagt, dass für wir handeln auch um den DAX und das sind die Ergebnisse von der DAX zwischen 9 Uhr und 10:30 year to date, also vom Januar 1 bis heute oder 8:07, das ist 2290 Punkte bei eingehandelt, also in 1,5 Stunden. Das ist ein sehr guter Erfolg, denke ich. Und man sieht auch, dass nicht jede Woche gut ist. Es gibt auch manchmal rote Stiffen und viele Trader, die fokussen sich auf die G-Kolumn, G des Head-Ratio. Also wenn es hier 75 hier ist, ist es 75 von 100 Trades sind gut, aber das ist nicht heiligmachend. Der Profit-Faktor, Kolumn H, ist wichtiger, weil ein Profit-Faktor von 4,2 heißt, dass man viermal so viel Gewinn hat absolut als Verluste. Und wenn das unter 1 ist, dann ist das verlustgebend. Also die Profitfaktor, das ist sehr, sehr wichtig, um das hoch zu haben. Also das sind Ergebnisse seit Januar. Und man sieht auch, dass Euro-Dollar ist sehr gut, fast 1000 Pips, 69, und die blaue Linie, das ist Nasdaq, das ist der technologische Index von Amerika, 1595 Punkte, und der DAX Orange Punkte hat 2290 Punkte, und das sind Ergebnisse, Alois, zwischen 9 Uhr und 10:30 an jedem Handelstag. Das stimmt, ja? Ja, das stimmt, das ist nur morgens, auch der Nasdaq. Eh? Ja, und dann gehst du in den ja, in im Schatten sitzen, von der Sonne genießen, nachher schöne Dinge machen in der Tag. Und dann nächsten Tag gehen wir wieder gucken. Also die Macht der Kompondierung, Zinseszins, also angenommen, dass Sie mit 1000 Euro anfangen und Sie haben ein Ziel pro Tag von 0,5% und eine Positiongröße ist nur 20.000, kommt man eine sehr, ja, niedrige Accounts von 1000, das ist möglich, und mit nur 3 Pips pro Tag ist das möglich, um dann das Betrag von 1000 Euro, das sieht man, wachsen bis auf 2684 Euro, wenn man konsequent handelt. Vielleicht können wir auch die Euro-Dollar sehen, weil die ist natürlich runtergegangen, und das ist das Trading-Ergebnis von voriges Jahr. 2021. Ja, wir sind nicht Sponsor bei Specsavers. Das ist ein bisschen klein, denke ich. Aber mit Handelsergebnis von 9 bis 10:30, angenommen, dass Sie mit 10 CFDs handeln und ein CFD handelt, ist 1 Euro pro Punkt mal 10 ist 10 Euro pro Punkt. Also mit den Punkten von voriges Jahr, was wir geholt haben, 2514. Mal 10 ist 25.940 Euro Gewinn. Also das sind Ergebnisse, das möglich ist. Und mit Hebelwirkung von 1 auf 20 Margin
hat man ein Konto benötigt von ungefähr 8.000 Euro und ein ROI ist auf Basis von 16.157%. Und wie wir sagen, man kann auch niedriger handeln mit niedriger Kontraktgröße. Das ist gut. Aber Sie sind ein Spitzentrader, wenn Sie 30 bis 15% von Ergebnissen erreichen. Also, Alois, ich denke, dass wir nach die ja, nach den Charts können bald. Ja, gibt es ja für die Märkte. Wir gehen die DAX natürlich. Sind auch einige Fragen hier, Nelson? Alle hören gespannt zu. Okay. Es sind jetzt aktuell keine Fragen, aber bitte nutzen Sie die Möglichkeit, die Chat-Funktion entsprechend Ihre Fragen reinzustellen und auch gerne, wenn ich Sie beiden richtig verstanden habe, Ihren Wunschmarkt und werden die sich dann entsprechend auch anschauen. Ja, wir haben jetzt hier, ich habe einen Link geplatzt für Informationen und auch für den Bonus-Sheet. Und bitte, Sie können auch die favorite Märkte machen. Und welche Märkte sind handelbar? Welcher Markt handelt die meisten Leute? Ist das der DAX oder der Nasdaq? Kann man auch in den Chat sagen. Ja, bei den deutschen Kunden ist der DAX natürlich. 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 Also Alois ist wir haben drei Grafiken. Immer mit der DAX haben wir die 15 Minuten rechts unten für das große Bild. Und rechts oben ist dann M5. Und wir haben die 1-Minuten-Grafik, das ist M1, das ist der linke, der große. Und ich sehe, dass ich das in 5 Minuten auch machen möchte. Also du gehst immer mit 15 Minuten anfangen. Ist das richtig, Alois? Ja, ich schaue zuerst nach den 15 Minuten. Vielleicht kannst du etwas mehr Kindles drauf machen. Ich habe groß gemacht, hè? Ja, aber meer candles, meer data. Ah, meer. Ja, meer Sorry. Data. Ja, stimmt. Vielleicht ganz kurz an die Teilnehmer, können Sie auch den Chart mittlerweile sehen? Den ja, das ist sehr wichtig. Ja, sehr wichtig ist das. Also wir haben definitiv hier ein Problem mit der Software und müssen das so jetzt weitermachen, Jan-Robert. Man sieht den Chart, aber nur es funktioniert aktuell nur bei dir. Ja, nein, das ist okay, das ist nicht anders. Wir haben Charts. Das ist, okay, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und was Alois auch gemacht hat in der Software, dass ihr immer bei Anfang von dem Markt die horizontale Streiche, die hat man hier, sieht man da, und das ist der Pivot Points. Das ist eine mathematische Berechnung. Gehen wir nicht zu tief auf ein, aber die werden berechnet und die sind. Levels und nach oben sind das Widerstand und nach unten sind das Support. Und, ja, Unterstützung ist das und auch gibt es die zum Beispiel die rote Streifen, das sind Streifen sind der Yesterday Low, der Tiefpunkt von gestern und auch die hohe Punkt von gestern, ja, das gibt heute, das war hier. Das hier oben. Also, du hast das gemacht, weil du dann ein Bild hast, ist der Markt gut oder schlecht. Also heute war der Markt sehr schlecht. Hè? Und dann sieht man auch die Daily Open, das ist hier. Das fällt zusammen mit dem Pivot Point. Also, was kann man hier von Konklusion auch machen, Alois? Ja, man sieht sehr oft, dass diese Levels von de Pivot Points, sowie de Support, Unterstützung 1, 2 und 3 und Widerstand 1, 2 und 3, oft, weil viele Leute danach schauen, und dann sieht man, dass es oft Widerstand oder Unterstützung ist. Wenn der Markt natürlich, so wie hier, wenn Sie sehen, nach unten gehen will, dann geht er natürlich immer ganz einfach. Aber immer, wenn ich der Kurs auf einem Level steht,
dann schaue ich zuerst nach meiner 1 Minute und die 5 Minuten und dann warte ich ab, bis der Markt eine Richtung wählt. Und dann kann man wieder weiter mitgehen mit dem Markt. Ja, und das ist 5 Minuten, da hier ist das gleiche System wie in der 1 Minute, sondern die Einstellung ist etwas, hat sich geändert. Aber was sehr wichtig ist, hier zum Beispiel haben wir hier die Moving Average, das nennen wir die PMA, Proprietary Moving Average, die haben wir selber gemacht. Und die können Sie nicht verwenden als Unterstützung nach oben oder als Widerstand nach unten. Ja, als nur zum zeigen, was das Momentum in der Markt ist. Das ist für mich und für uns das Wichtigste, was es gibt. Denn wenn wir wissen, ob das Momentum nach oben oder nach unten ist, dann kann man mitgehen mit der Markt. Und dann haben wir eigentlich nur noch ein Problem und das ist für uns ein Luxusproblem. Wann gehen wir rein in den Markt und wann gehen wir raus? Aber Sie sehen hier, ja, genauso wie die PMA, die kann auch horizontal gehen. Aber das heißt, dass der Markt eigentlich in Balans ist. Aber er ist nur blau, wenn das Momentum steigt, oder orange, wenn das Momentum nach unten geht. Dann haben wir unten haben wir einen Indikator und das heißt der MT-Indikator. Und Sie sehen, die in der Mitte gibt es die Nulllinie. Und wenn es da unten geht, dann sind die Kerzen rot. Und das heißt, dass man short trainen soll, also verkaufen. Und wenn die grün sind, dann soll man long handeln oder kaufen, nur kaufen. Aber die Punkte, die Sie sehen, zum Beispiel beim Anfang, die grüne Punkte, das heißt, dass das Momentum, ja, etwas nach rechts, ja, dort, das heißt, dass das Momentum nach unten abnimmt. Also es kann sein, so wie Sie hier auch sehen, dass wir ein Signal bekommen für einen Short Trade, aber wenn es einen grünen Punkt gibt, dann soll man die nicht nehmen. Ja, das ist ganz einfach. Und genau dasselbe haben wir mit die roten Punkten. Wenn es grün ist, das zeigt, dass das Momentum nach oben abnimmt. Also wenn wir zum Beispiel ein Long-Signal haben und wir haben auch einen roten Punkt, dann soll man die auch nicht nehmen. Jetzt ist es natürlich alles ganz einfach, weil wir jetzt wissen, was der Markt gemacht hat. Aber normalerweise weiß man nicht, ist der Chart an der Rechterseite ist schwarz. Und deshalb soll man sehr konsequent damit sein. Und das ist natürlich das Vertrauen, was Sie bekommen müssen mit dat System. Alois, was auch sehr wichtig ist, dass hier zum Beispiel Wall Street Opening, das ist W, das ist W. Sie haben unten, das MSCI rot, grün ist, haben wir die Pünktchen. Aber wenn die Umschlag von grün nach rot, das sind Kantelpunkte, dass die Markt ja, entweder nach unten geht oder oben. Und man sieht hier auch da oben, die PMA, die Proprietary Moving Average, ist orange. Und unten ist rot. Also wenn es unten rot ist, immer Focus auf de Short. Also verkaufen erst und später kaufen. Und ich meine auch, dass die erste oder zweite Pfeile, das sind die Signale, de beste, weil der Momentum, de Trend früh ist. Also man sieht ja auch zum Beispiel hier, wenn man die erste und zweite Pfeile hier oben sieht, sieht man unten noch die grüne Flag, de MTW Indicator. Aber da oben gibt es, die PMA ist orange. Jetzt hier gibt es ein Pfeil. Und dann schaut man unten, ist die, ja, die MT-Indicator ist rot. Also man kann short handeln. Und wenn man sieht, hier gibt es ja, mehr als 30 Punkte nach unten. Das sind sehr ja, große Abstand. Also man kann nur mit dem Momentum mithandeln nach unten sehr viele Punkte bekommen. Das Problem ist, was Alois zeigte, wenn man an der rechten Seite sieht,
Hier wissen wir nicht, ob der Markt weiterrutscht oder nicht. Ja, das ist zum Beispiel, geht der Markt hier nach unten oder geht der Markt hier nach oben? Das weiß man nicht. Und was wir wissen, ist, wie lange die Linie hier rot ist, wird man nie kaufen. Und ich weiß nicht, ob Sie das haben, aber wenn eine Preis niedrig geht, nach unten geht, viele Leute denken, ah, es ist nach unten gegangen, ich muss kaufen, weil es zu stark gefallen ist. Nein, nicht machen. Also, was hier dus an der linken Seite statt hat, hier funktioniert es nur rot. Hier gibt es eine blaue Linie, PMA, aber unten gibt es rot. Es ist sehr einfach, wenn nur die MT-Indikator rot ist, unten, wie Alois sagte, immer short handeln. Also, es ist sehr verleidlich, um zu sagen, okay, hier gehen wir kaufen, weil es geht nach oben. Nein, hier unten ist rot und man sieht hier auch, dass man wieder runtergeht. Also wieder 45 Punkte. Was auch sehr wichtig ist, um zu zeigen, ist, dass diese Plattform, das ist auf MT4 basiert von FXLet. Und normalerweise bekommt man mit MT4 auch, dass man handelt auf dem Grafik. Und Nelson, kannst du fragen, ob die meisten auch auf MT4 handelt? Oder ist es MT5 zum Beispiel? Also MT4 oder MT5. Und unser System arbeitet mit MT5. Nein, sorry, MT4. Was auch sehr wichtig ist, ist, wenn man handelt, dann muss man immer, wenn man unser System nicht hat, die Volumen einfügen, auch den Stop-Loss und Take-Profit machen und immer bei jedem Trade das zu machen. Das machen wir nicht. Da hat Aloysia etwas für gebaut. Ein Trader-Dashboard. Und ein Trader-Dashboard, das ist einmalig einzustellen. Kann man sagen, ich möchte gerne 15 Punkte Take-Profit Gewinn. Also das ist ein Korrektionsfaktor von 10, also hier steht 150. Also Stop-Loss ist auch 15 Punkte mal 10, 150. Und Stop-Room 30 und Lot-Size 1. Ich handle mit 1 Kontrakt, also 1 Punkt ist 1 Euro. Und vielleicht ist es gut, Alois, dass du erklärst, wie die Knöpfchen auch arbeiten. Ja? Weil deine Frustration war immer, dass du immer das einfügen musste und das ist scheint mooi programmiert, die Knöpfchen. Ja, ne? Ja, das ist etwas weniger schön in MetaTrader 4, deshalb haben wir das auch sehr früh entwickelt. Denn BM, das heißt Buy Market, und SM heißt Sell Market, also dann kauft man oder verkauft man auf den Preis, die Sie jetzt im Grafik sehen. Bei BS, das ist ein Buy-Stop und SS ist ein Sell-Stop. Dann kommt der Stop-Room dazu und das heißt in diesem Fall, dass zum Beispiel, wenn der Stop-Room auf 5 steht, wenn man zum Beispiel auf BS klickt, dann kommt der Order 5 Punkte über den heutigen Preis zu liegen. Und das ist genau das Gleiche, wenn man einen Sell-Stop macht. Ich weiß, dass viele Leute sagen, ja, weshalb musst du warten? Weshalb musst du warten mit mehr Räumen? Ja, was ist dein Trick? Der Markt braucht etwas Raum zu bewegen. Es gibt auch Kunden, die sagen, nein, ich gehe gleich rein. Ich mache das nie, fast nie. Denn ich finde, dass der Markt braucht etwas Raum, um zu bewegen. Dus zum Beispiel hier kann es sein, dass der Markt auf einmal hoch geht. Ja, wenn Sie dann einen Marktorder gemacht haben, dann haben Sie gleich Verlust. Und wenn Sie mit die BS oder SS, wie in diesem Fall, arbeiten, dann hat man das nicht. Und das Vorteil von das System ist, dass Sie jetzt mit einem Klick drei Order reinlegen.
den Eintrittspreis, das ist die grüne Linie. Dann, ja. dann gibt es oben die Stop-Loss und unten das Target-Profit. Also wenn der Markt eigentlich, also wenn der Einsteigpreis wird getriggert, dann macht der Order eigentlich selber das, was er machen soll. Entweder es wird ein Gewinn oder ein Verlust. Normalerweise ist es besser, auch wenn Sie sehen, dass wenn der Markt nicht ganz nach unten geht, so wie in diesem Fall, um zum Beispiel 7 oder 8 Punkte zu nehmen. Aber das ist etwas für später, wenn wir weiter reingehen. Ja. Und, ja, und Alois, und auch das ist nicht in ein Stein gebeitelt, die Stop-Loss, die kann man nach unten schicken auch, und auch die Take-Profit kann man auch ändern, handmäßig, ja. Mit der Linie. Ja. Und wenn man die grüne Linie, die kann man auch nehmen, und dann gehen die, alle drei gehen die nach unten gleich. Und kann das auch, wenn man Market macht, die grüne Linie auch verschieben, oder ist das nicht möglich? Bitte? Nein, ein Witz. Wenn man bestens Market Order macht und man sitzt drin, dann kann man die grüne Linie nicht ändern, ne? Nein, ja. Das wäre schön. Nein, so geht es nicht in dieser Business, in dieser Geschichte. Nein. Und was auch sehr toll ist, du hast auch auf Money Management, da wir auf der Markt haben wir das gelernt. Oder? Und das ist der DAX. Kann man auch sagen, okay, ich möchte gerne mit 1, 2, 3 Kontakten handeln. Aber du hast mit von einem Forex zum Beispiel, mit einem Euro-Dollar, mit einem Forex hast du auch etwas gemacht. Ein Trick, dass man auch anschalten kann, dass man sagt, okay, ich habe ein Lot Size, ich setze hier auf 0 und ich habe ein Percentage. Ein Prozent von 0,5. Also das heißt, dass man jeden Trade, den man macht, dass man dann die Lot Size wird automatisch berechnet, wie groß das du handeln möchtest. Ja, also, das heißt, damit sie nicht mehr als ein halbes Prozent verlieren, wenn sie ausgestoppt werden. Und das heißt, dass wenn ihr Konto größer wird, dann wird ihre Position automatisch größer. Verlieren sie Geld, dann wird die automatisch kleiner. Und das ist eigentlich das optimale Money Management. Ja, ich habe hier ein Demo-Account, um das zu zeigen. Und das hier bekommt man hier, ich habe 0,5 habe ich gemacht, der Prozent. Und hier sieht man auch die Größe, 0,49. Also, wie Alois gesagt hatte, viele Leute, manche Trader, nicht alle, die machen andersrum. Wenn die Geld gewinnen, dann geht man niedriger handeln, weniger Kontrakten. Und wenn die Accountgröße ja, niedriger wird, weniger wird, dann geht man größer handeln. Das ist nicht gut, natürlich. Nein, das war auf der Börse unbedingt verboten. Das war, man sieht es auch oft, dass ja. Leute, wenn die das versuchen, dann vielleicht geht es einmal, geht es gut, ist het in Ordnung, aber dann denken die, aha, so soll man das machen, um einen Verlust schnell wieder gut zu machen, aber so ja. arbeiten die. Von der 10 Mal geht es 9 Mal falsch. Ja, nicht machen. Alois, nein, Nelson, hast du auch Antworten bekommen? Für welche Plattform braucht wir? Ist das MT4 oder MT5? Nelson ist wach geworden. okay. Weil ich kann. Ah ja, ich kann. Ah, ich habe die Questions. Ja, die sehe ich hier. Am besten schön, genau die können Sie. Ja, ich habe sehr gute Fragen, sehe ich hier. Das ist, könntet ihr nachher mal detailliert erklären, wie denn die blauen und orangen Pfeilsignale im Chart, nach welchen Kriterien sie genau entstehen? Ja, das ist, ich denke, ein Geheim von der Schmitz, wie das unter der Motorkappe, dass das funktioniert, unter dem Motor. Ich denke, Alois, dass es
eigentlich mehr wichtig ist, um die Pfeile und die Signale gut zu interpretieren. Ne? Oder kannst du ein bisschen arbeiten auf ein Pünktchen von die Schleier auflichten vielleicht? Ja, wir haben natürlich verschiedene Indikatoren, verwenden wir hier. Aber die sind im Hintergrund arbeiten, die machen die Pfeile. Aber was für mich sehr wichtig ist, das ist das Momentum. Und deshalb haben wir auch die PMA in die Farbe blau und orange gemacht, um deutlich zu sehen, was das Momentum in der Markt ist. Man soll nie gegen den Momentum reingehen, denn wenn es blau ist, soll man nie short handeln und wenn es orange ist, soll man nie long handeln. Das ist sehr wichtig. Ja, wir auf den Flur auch mit den Optionsbörse. Ich habe viele Trader, die sagten, das ist so hart gestiegen, ich gehe short. Aber weshalb short dann? Ja, das ist zu hart gestiegen. Omhoog gegaan. Also dat is geen criterium. Also wenn man hier ook ziet, hier gibt ein gebied, dat is een euro-dollar, groen. Also dan ga ik immer koken met de groene brillen, nur kaufen. En dan pakt man nur die pfeile die goed zijn. Also hier, dit is goed, kan man einige pips pakken. Pakken. Und hier gibt es Pünktchen, nicht handeln. Hier gibt es kein Signal. Hier gibt es kein Signal. Hier gibt es auch ein Signal. Aber was hier ausgeht, ich gebe eine Pfeile und dann kommt die Stoproom um die Ecke gucken. Alois hat gesagt, er macht immer ein Beistopp und die kommt dann da oben zu liegen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viel Pips Alois da macht, das ist 9998. Also ist das 10003, denke ich, mit 5 Pips und dann wird es nicht getriggert. Und hier gibt es auch Signale, auch mit Punkten nicht bekommen. Aber hier kommt der Markt kommt zur Ruhe und hier sieht man auch Pünktchen. Und dann hier gibt es ein Signal. Strikt genommen ist das kein Signal, weil unter diesem Punktchen ein Bolletje nicht handeln. Und die zweite, das ist hier, sehr toll. Hier sieht man auch ein Pfeil. Unten sieht man keinen Punkt. Also ist das gut, um zu handeln. Also hier gibt es auch 20, 30 Pips. Und wir haben gesagt, man braucht nur 3 Pips pro Tag. Mit 1000 Euro Account, um etwas Rendement zu machen. Und mit 30 Pips, mit einem Vollkontrakt, ist $300. Das ist sehr viel. Also, hier gibt es auch, dass die Markt nach dem Topf geht. Hier sieht man, dass die Punktchen hier reinkommen. Momentum geht raus. Und hier ist Orangen. Man muss warten. Hier gibt es noch etwas niedriger. Und hier ist ein Knick. Da oben ist ein Knick, ein Lower High, also ein hoher Punkt. Das, unten ist von die linke und man bekommt hier auch ein orangen PMA. Und unten gibt es Rot. Also von dieser Seite an geht man nur mit dem Short-Brille, mit den dunklen Brille geht man gucken nach Verkaufssignalen und die sieht man hier. Und hier rutscht man nach unten mit sehr guten Trades. Und hier auch, was ein bisschen natürlich an der rechten Seite sieht man hier die 1-Minute-Grafik unter dem MACD. Was natürlich auch ein bisschen schwierig ist, Alois, wenn ein Kantelpunkt ist und das dann ein Signal statt hat mit einem Punkt. Manchmal ist das da. Ja, dat zoiets, deze signaal, dat zal men niet nemen, waar het een punt gibt. Het probleem is natuurlijk dat de markt voorherzagen, dat is onmogelijk.
Und das versuchen wir auch nicht zu tun. Was wir versuchen ist, genau wie wir auf der Börse gemacht haben, mit dem Markt mitzulaufen eigentlich. Das ist das einfach. Aber man soll dann natürlich schnell sein. Und was wir versuchen ist, immer die Masse vorher zu sein. Und deshalb, wenn wir sehen, wenn das System sieht, dass es einen Top gibt, einen Top oder einen Boden, dann ändern sich die Farbe von der PMA und die Pfeile. Und dann soll man so schnell wie möglich mitgehen. Und Sie sehen auch meistens, dass wenn der Bewegung weitergeht, dass das Momentum zunimmt. Aber wenn das Momentum auf eine oder fünf Minuten zunimmt, dann sieht man auch, dass man dann oft fast am Ende der Bewegung ist. Und das ist oft das Punkt, dass die meisten Leute einsteigen. Und dann sind wir schon so weit, dass wir unsere Gewinne einnehmen können. Mhm. Alois, vielleicht ist dann auch die Theorie in der Praxis. Wir haben erklärt, die S1, das ist ein Support oder jetzt nach oben ist das Resistance, Widerstand. Aber hier die S1 hast du auch eingezeichnet. Jeden Abend, jeden Morgen gehst du das handmassig einzeigen. Ja, das macht das Programm. Das ist alles programmiert. Programmiert. Ja, das steht jeden Tag ganz automatisch in de 15 Minuten, in de 5 oder in de 1 Minute. Oder Sie können auch mit 15 Minuten oder eine Stunde Grafik traden, wenn Sie das wollen. Aber meine Spezialität und auch von Jan Robert auf der Börse war eigentlich ganz nah an dem Markt zu arbeiten. Und dann handelt man mit 1 oder 5 Minuten Charts. Ja, und was auch sehr cool zu sehen ist, ist, dass hier gibt es ein Level und die wird meistens getestet. Und das ist auch 1, das ist Parität. 1 Euro ist 1 Dollar. Das hat, wie viele Jahre ist das her? Viele Jahre her. Und das sieht man, dass die Level kommt zurück hier. Das ist nicht in Beton. Ne? Das ist nicht, dass es wieder nach oben geht. Ne? Das ist möglich, aber das ist nur ein Level und man sieht man hier, das Momentum ist unten, also wir gehen nicht kaufen. Zum Beispiel mit 1 Minute, dann wenn ein Verkaufssignal kommt, dann muss man short gehen. Und das ist auch, was ich sagte, es ist sehr, wenn man nicht mit Indikatoren arbeitet, nur auf der Grafik, dann ist es sehr verleidlich, um zu sagen, es muss wieder umhoch gehen. Wenn jeder von jenen findet das System deutlich und auch von zugefügt wert. Wer findet es ein schönes System? Ich sehe die Questions auch. Also man kann auch ja oder nicht sagen. Mit den Handchen umhoch. Das ist möglich. Hände, die virtuellen Hände hoch. Also ich möchte gerne Alois noch einige Slides zeigen. Und dann haben wir noch Zeit für einige Fragen. Ist das eine Idee? Ja, natürlich, Robert. Ja, ich bin in Kontrolle jetzt. Ich kann alles machen, was ich möchte. Ja. Du bist der Boss. Ich bin der Boss. Also, für euch, denke mal nach für einige Fragen. Für Alois kann er das vorbereiten ein bisschen. Ja. Michael sagt, es scheint ein schönes, einfaches System zu sein. Ja, absolut, absolut, danke. Und auch vielleicht haben Sie andere Märkte, dass Sie möchten sehen, vielleicht Bitcoin oder Rohstoff oder anderes. Gerne, ja, gerne. Das ist hier. Und ich gehe noch einige Dinge machen. Das ist hier. Ich muss es hier Sharing. Ah ja, ich gehe Applikation, Screen 2. Ja, Jesse Livermore ist hier. Ja. Ja, jetzt sehe ich Jesse Livermore. Das ist mein Hero. Du bist auch mein Hero, Alois. Aber Jesse Livermore, die lebte 100 Jahre her und er ist ein Top-Trader gewesen, auch mit sehr vielen Einsichten.
Und wir haben auch ein Buch auf Englisch. Also wenn Sie Interesse hat, bitte gehen Sie die unser Formular auch einfüllen. Also die Vorteile haben dann hat man gesehen, was wir auch haben. Das ist hier ein Membership-Site, hat eine Sektion auf Holländisch und auch Deutsch. Oder nein, nein, Englisch. Englisch ist das. Und wir haben ein Telegram-Channel, das ist umsonst. Und hier gibt es einen QR-Code, kann man auch einscannen. Und da publizieren wir auch unsere Resultate und Ergebnisse mit der DAX. Das machst du mit dem DAX, denke ich. Ja? Oder Euro-Dollar auch, Alois? Ja, mit der DAX, Nasdaq und Euro-Dollar. Okay. Also mit unserem System bekommen dann natürlich auch die Dokumenten, um erfolgreich zu sein. Also jeden, die uns auch anschreibt, bekommt auch die Patronen. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, ein Patronensheet. Sehr wichtig. Hier gibt es einen QR-Code für ein Online-Formular auch. Also man bekommt auch eine Online-Coaching-Session. Wir helfen mit der Installation. Also MT4-System ist sehr wichtig, um das zu haben. Nicht MT5, das arbeitet nicht zusammen. Und man kann auch mit der Demo anfangen und dann kann man sehr einfach nach der Live-Account überschalten. Und hier gibt es eine Online-Session auch mit, wie heißt das, mit Unterstützung. Einmal pro Monat machen wir eine Q&A-Session. Das ist auf Holländisch nächste Woche. Und wenn es auch viele Kunden gibt aus Deutschland und auf Besuch, möchte ich auch extra für die deutsche, unsere deutsche Gäste, Kunden sehr gerne. Und Sie bekommen Zugang bis unsere Telegram-Gruppe natürlich und der Membership-Site. Also die Investition beträgt für das System 870 Euro und 25 Cent. Und das ist ein einmal, das ist ein One-Off-Investment, einmalige Investition und vollständig installiertes schlüsselfertiges Handelssystem. Keine versteckten Kosten, auch für Updates bekommt man das umsonst. Und wir, ja, das Trading ist, ja, ist schwierig genug und wir machen das Trading für Sie einfacher. Und bevor ihr geht, das sind unsere Ergebnisse, also Informations- und Infomonitor bekommen von Alois für schwierige Fragen, die einfache Fragen. Einfache Fragen für mich, info@tradingformoney.com. Entschuldigung mich bitte, Alois. Und dann möchte ich gerne die, ja, die Grafiken wieder zeigen. Und das ist für euch natürlich sehr interessant. Also hat man noch einige Charts, was man sehen möchte, gerne kann man das zeigen. Ich sehe ein Händchen in der Luft hier in der Luft. Und Chat und ich habe hier gibt es auch Questions, Fragen. Euro Dollar, ja, gerne, gerne zu sein. Okay, Euro Dollar, die haben wir auch, die habe ich gezeigt. Das ist diese Grafik, denke ich, Luisa. Das ist Euro Dollar. Ja. Ja, und das haben wir auch mit dem selbe. Ja, ich gehe groß machen, das ist einfacher. Das ist groß hier. Auch mit den Levels kann man sehen, beforehand schon. Euro-Dollar ist natürlich in der Abend offen. Und hier sieht man auch die Linien auf Vorhand. Und da sieht man auch die Levels ja, zurückkommen. Auch hier die 5-Minuten-Grafik, selbe. Und man sieht auch zum Beispiel hier 1-Minuten-Grafik. Also wir haben das schon, haben wir das erklärt. Was vielleicht schön ist, Alois, um zu zeigen. Also das ist ein System. Das ist, wir geben auch Profile mit und man kann selber auch Profile machen. Also ich gehe quick and dirty ein Profil machen für euch. Also wenn ihr sagt zum Beispiel, ich möchte gerne einen Markt machen, auf zum Beispiel australische Canadian Dollar zum Beispiel, ja, dann ist es sehr einfach, um das anzupassen. Dann ist das mit der linken Mausklick, geht man hier einschleppen, hier 1, 2,
in der anderen Grafik oder etwas anders, dann man kann auch hier unten bei die Datum kann man auch machen. Was habe ich gemacht? AUDCAD. Ja, also dann habe ich jetzt on the fly in 3 Sekunden habe ich ein Profil gemacht. Ein Kind kann das Wasche machen. Also hier hat man dasselbe. Muss man natürlich das Profil mit anderen Namen geben, die hier aufschlagen mit zum Beispiel hier 1 Minute, 5 Minuten, 15 Minuten. Das mache ich immer. Da weiß ich, wie das Profil aussieht mit zum Beispiel AOD. OD. CAD. Also das ist ein System. Wir haben, nein, Alois hat das System programmiert mit einem Programmer, um das Momentum zu messen und so dicht möglich auf dem Markt zu sein. Also das System ist verfügbar, ist zupassbar auf jedem Markt. Jeder Markt, was mit Ctrl M zu sehen ist, das ist was MFX Flat anbietet, da können Sie die Grafiken für machen. Ist das toll oder ist das toll? Darf man euer Handbuch auch so anfordern oder muss man euer System vorher kaufen? Ja, gute Frage, Michael. Was du machen kannst, auf jeden Fall schicke deine Daten auf den Formular. Ich weiß nicht, ob Nelson, bist du da wieder? Bist du wach? Na, er hat Soundprobleme. Ja, ja, okay. Kannst du vielleicht auch etwas eintippen? Weil ich weiß nicht. Ich kann für unsere Leute nicht die Formulare einfügen. Also vielleicht sage mal die E-Mail-Adresse von uns. Ja, das ist gut. Ja, bitte schicken eine. Wie kann ich das machen? Das ist mit dem Schirm. Sharing. Dann gehe ich nach meiner Präsentation. Das ist okay. Hier. Das ist unsere E-Mail-Adresse, das ist Alois und die unterste ist meine. Ja? Hat man das? info@moneytalk.com und wir haben auch hier oben gibt es einen QR-Code, kann man einscannen, weil ja die Link ist sehr ja, eingewickelt, um das aufzuschreiben. Also, Sie können natürlich ja auch immer ein E-Mail schicken nach FX Flat und dann unsere Adresse fragen. Dann bekommen ja, Sie das natürlich auch. Natürlich. Wie fandet man die Session? Ist das von zugefügt wert für euch? Und das nächste Mal, das wird in August, möchten wir gerne ein Thema machen. Kann für zum Beispiel Gold sein oder Öl. Das ist für das nächste Mal. Gibt es auch eine Vorkehr, vielleicht ein interessanter Markt? Da können wir da auch ein bisschen überhin bauen. Ja. Okay, ich sehe viele Hände der Luft in hier. Also, Dankeschön. Auf einer Schale von 0 bis 10, also 0 ist ja sehr gut, das ist auf Deutsch, denke ich. 0 ist sehr gut, 10 ist sehr schlecht. Auf Holländisch ist es andersum. Ob das ja, gut ist, kann man auch 0 machen. Oder sehr gerne wissen, ob das auch an Ihre ja, Erwartung gemacht ist. Und wir machen das natürlich mit unserer Sicherheit und auch mit der Liebe, um Wert zu geben. Also wir können das auch in den Chat machen. Und ich sehe keine ja, okay. Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit natürlich. Und bis zum nächsten Mal.
Demo.